Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier unterwegs im Polizeirevier, haben uns durchgekämpft, also beziehungsweise wir haben alles erkundet. Müssen jetzt ja eigentlich nur noch raus, aber draußen rennt Nemesis mittlerweile rum. Und naja, ich bin jetzt aber auch irgendwie gespannt, wo wir jetzt hier weiter müssen. Ach, wartet mal, ich habe eine Idee. Wir haben ja Dietrich gefunden. Das heißt, wir können jetzt in der Stadt weiter. Aber gab es hier nicht noch irgendwo einen Bereich, wo man ein einfaches Schloss hatte? Nein, okay, gut. Auch hier nirgendwo. Ich möchte da nicht raus, ne, ihr merkt das schon. Nemesis können wir aber nicht umnocken. Das geht nicht. Das geht irgendwie nicht. Weil der frisst so viel Money. Und, naja, dann würde ich sagen, laufen wir einfach. Dann hauen wir einfach ab vor den Typen. So. Und lauf! Der rennt hier immer noch rum. Oh Gott, der hat einen Raketenwerfer in der Hand. So. Weg hier. Weg hier, Jill. Ach Gott. Bin ich jetzt hier richtig? Ich hoffe. Jetzt ist hier immer noch diese Scheißmusik. Oh, ey, der verfolgt uns. Da, das ist nur ein einfaches Schloss. Möchte... Ja! Genau. Dietrich benutzt... Oh, cool! B-Pulver. Sehr schön. Sehr cool. Haben wir hier noch was? Wehe, du erschreckst mich jetzt noch mal hier, Nemesis. Wartet mal, jetzt haben wir einen Granatenwerfer, ne? Das heißt, ich werde mir das B-Pulver aufsparen, aber wir brauchen noch Menüplatz, oder ich muss aber zurück. Verdammt, Freunde. Nochmal an dem scheiß Nemesis da vorbei. Oh Gott, lauf einfach. Oh, ist der schnell. Um Himmels Willen, lauf einfach rein hier. Oh Gott. Alter Schwede. Ja, den Nemesis, den werden wir jetzt im ganzen Spiel hier nicht mehr los. Das ist total toll, ne? Puder werde ich mir aufsparen. Wie gesagt, da werde ich mir der Situation entsprechend Munition machen, je nachdem, was gebraucht wird. Oh Gott, okay, lauf! Der schlägt auch einfach eine Frau, ne? Das ist so ein Penner, echt. Was ist hier nochmal? Nein, da nicht rein. Okay. Der schlägt einfach eine Frau. Ja, das ist... ein richtiger Gentleman hier, ne? Schlägt er einfach eine Frau. Jetzt ist er hier drin! Was zur Hölle? Er verfolgt uns aber auch überall hin. Oh, jetzt lauf aus der Ecke raus! Oh Gott. Der verfolgt uns überall hin. Wahrscheinlich selbst in die Haupthalle rein. Oder war es hier? Nee, er kommt... Okay, ich muss mich heilen. Scheiße. Oh Gott, der verfolgt uns überall hin hier. Oh Gott. Du kannst bitte hier im Revier versauern, ey. Verfolgt uns in die Haupthalle auch noch. Oder was? Ich möchte bitte noch kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist, schlossmäßig. Nein, okay. Freunde, wir müssen raus aus dem Revier. Der rennt hier drin rum. Oh Mann, ey. So, raus hier. Verdammt. Gut, alles klar. Dann verlassen wir das schöne Revier wieder. Leider Gottes. Und genau hier, das ist leider verbarrikadiert. Da können wir nicht runter. Okay, dann müssen wir tatsächlich wieder raus in die Stadt und von der Nemesis abhauen. Okay. Okay, Polizeirevier. Es war schön. Aber wir werden hier auf Dauer nicht weiterkommen. Hier vorne war ja auch noch was, ne? In diesem Verkaufsbüro. Okay.
Gut. Dann gehen wir aber erstmal da unten weiter. Wo da dieses Schloss war, dieses einfache Schloss. Ganz genau hier unten. Da sind wir wieder in der Stadt. Toll. So, Dietrich benutzt. Sehr schön. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Resi 3. Wie war jetzt hier weiter? Weiter in dem Fall die Stadt erkunden. Und hier ist nur ein Gang. Okay, nur ein Gang. Da ist ein Fass. Ich habe keine Heilung. Das ist jetzt ganz toll, ne? Was? Was war das denn? Habt ihr das gerade gesehen? Da war so eine Spinne oder so. Was ist denn jetzt hier los? Das war jetzt gerade interessant. Gut, gehen wir weiter. solange wir uns erstmal noch in Ruhe lassen, ist mir das egal. Was haben wir hier? Jetzt nach rechts und links. Gehen wir erstmal nach rechts. Also dieses Fass können wir dann... Ah! Schaut mal hier! Dort ist ein Hydrant. Der Löschschlauch ist gut befestigt. Wie ist gut befestigt? Ja, okay. Das heißt, wir können hier noch nichts nehmen. Guck mal, das Bild sieht cool aus. Von dem Feuerwehrschlauch, den wir da brauchen. Von dieser eine Stelle, die da brennt. Okay, blaue Kräuter. Na toll. Blaue Kräuter. Das heißt, die vergiften die Teile. Oh, nee. Nicht so früh schon. Ich nehme mal eins mit. So. Einfach mal gucken hier, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich bräuchte eigentlich auch noch grüne Kräuter, um das mal zu verbinden. So, gehen wir weiter hier. Oh, was geht denn da hinten ab? Junge, 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 Junge. Oh, Hunde! Warum sind hier Hunde? Ah! Die sind so schnell. Okay, Alter, ich muss hier rein. Hier ist nichts Besonderes eigenartig. Okay. Oh, ist cool ausgewichen, Jill. Ach du Scheiße, drei Viecher. Ist da was? Nimm da die Schrotflinte und schieß. Die überleben den Shotgun-Schuss, bitte. Was? Ihr blöden Drecksviecher. Die überleben den Shotgun-Schuss. Oh, cool ausgewichen hier. Ja, das mit dem Ausweichen, das muss ich mir auch nochmal merken, wie das funktioniert hier. Mach diese Drecksviecher platt hier. Ich hasse die Hunde hier, ey. Ah, die Animation noch abwarten, genau. Sind die gleichen Zombiehunde wie aus dem zweiten Teil. Ich muss das gerade nochmal kurz... Wartet mal. Ich muss das gerade nochmal kurz durchlesen, wie das funktioniert hier mit dem Ausweichen. Das ist eine ganz coole Idee eigentlich. Flucht im Notfall? Nee. Ausweichen im Notfall, so. Drücken Sie die R1-Taste oder die R2-Taste. Drücken Sie die Aktionstaste, während Sie zielen. Also einfach R1 gedrückt halten, okay. Hier stehen Vorschriften, wie man sich auf diesem Parkplatz verhalten soll. Sind wir jetzt hier in Deutschland angekommen, oder was? Vorschriften. Der Weg ist durch ein Schrottauto blockiert. Ist das ein Zombie? Hier hat auf jeden Fall eben einer geballert. So, wir haben nochmal Pulver B. Offensichtlich wurde ihm, bevor er starb, das Genick durchgebracht. Oh Gott. Haben wir hier noch irgendwas? Hier ist nichts Besonderes eigenartig. Dieser Gulli-Deckel da? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich möchte nicht in Gulli. Hier, die Hunde haben wir erledigt. Parkplatzeinfahrt. Okay, jetzt kommen wir auf den Parkplatz. Vom Revier oder was? Wer hat hier geballert?
sehe doch hier schon wieder die Hunde. Ich sehe zwar gar nichts, aber ich weiß, dass sie näher kommen. So. Okay, lad nach und hier. So. Ich höre da so ein komisches Stromgeräusch. Ich sehe die lieber, deswegen. Was ist das denn da? Da ist ein kaputtes Auto irgendwie. Meine Fresse, wie viel hält denn der Hund aus? So. Meine Güte. Alles klar, die Hunde sind weg. Was ist das hier? Anscheinend wird die Batterie aufgeladen. Oh. Möchten Sie sehen? Stromkabel? Wozu brauchen wir denn jetzt Stromkabel? Okay. Ein geparktes Auto, nichts Verdächtiges. Sind wir jetzt hier im RPD-Parkplatz oder was? Oh Gott, ein Riesenbereich hier. Gefällt mir nicht. Das heißt, da kommt irgendwas Großes an. Okay. Wie es scheint, fehlt die Energie. Ja. Wir haben hier noch mehr blaues Zeug. Aber keine grünen Kräuter, ne? Kein Durchgang. Was ist das hier? Dort wächst blaues Kraut. Brauche ich nicht. Sie brauchen das jetzt nicht genau. Aber hier rein können wir. Ja, interessant, ne? Was hier abgeht. Also ich kenne diesen Bereich überhaupt nicht mehr. Ah, Gott sei Dank. Seefrau Muni. Wieder 30 Schuss, Gott sei Dank. Boah, ey. Hier kann man sich echt richtig krass über einen Safe-Raum freuen. Ich hoffe, dass hier eine Kiste drin ist irgendwo. Ist hier eine Kiste? Ah, oh, da ist eine Kiste. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank haben wir eine Kiste. Puder raus. Dietrich raus, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir den noch brauchen. So, die Kabel. Lass ich mal drin, tatsächlich. Ich weiß nicht, man weiß ja auch nicht. Oder sollen wir die erstmal rauspacken? Ich pack das erstmal raus. Können wir ja später nochmal holen. Haben wir hier noch was? In den Safe-Räumen sind ja normalerweise immer richtig viel Muni und so. Farbbänder. 3 Stück wieder. Ansonsten haben wir hier nichts. Auch kein Kraut oder so. Ich würde mir gerne mehr Heilungen mischen. Nee, okay. Dann haben wir jetzt tatsächlich... What? Wird das nicht nur eine Heilung? Ärgerlich. Gut, okay. Dann haben wir halt 2 Menüplätze. Ist auch okay. Gut, gucken wir uns mal weiter hier um. Wo geht's jetzt überhaupt hin hier? Ach du Scheiße. Aha. Wieder Hunde. Warum 3 Stück? Warum denn 3 Stück? Um Himmels Willen, jetzt ist er wieder im gelben Bereich. Jetzt hör doch mal auf. Oh, ihr Drecksviecher. Wie oft wollt ihr mich eigentlich noch treffen? Oh Gott. Gefahr. Diese Dreckshunde, ne? 3 Stück, das ist aber auch zu krass hier. So, jetzt macht das aber mal. Aua. Jetzt, geh weg. Ach, diese Drecks. Tölt hier. 3 Hunde. Ach, diese Ausweichbewegung ist cool von Jill. Aua. Aber. Aus ihr. 3 Hunde. Ja, die machen mich hier kaputt. Oh, coole Ausweichbewegung. Ich weiß zwar nicht, wie man die macht, aber es ist cool. Lad nicht nach. Boah, ey, diese Viecher hier. Mensch, nochmal. 3 Hunde. Oh
Gott, und ich hock hier im orangenen Bereich. Ich muss dann tatsächlich einen Hive-Bay benutzen, ne? Wenn das wirklich nicht anders geht. Ist er denn, die geben mir jetzt hier zwei grüne Kräuter oder so. Oh Gott. Baumaterial versperrt den Weg. Nein, Freunde, das ist mir zu riskant, ehrlich. Dann muss ich tatsächlich mir jetzt die Heilkräuter bzw. die Heilsprays nehmen. Das ist total beknackt, aber was soll ich machen? Hier rennen irgendwie 10 Hunde rum. Es tut mir leid, wenn ich das verkacke hier. Aber, naja. So, benutzen. So. Es ist halt auch der erste Run seit langem von mir durch das Spiel. Deshalb ist das auch so, würde ich sagen, semi-blind, ja, beziehungsweise eigentlich schon blind. Ja, weil ich weiß ja nicht, wo was hier überhaupt abgeht. Deshalb, also. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall eine Karte. Innenstadtkarte. Ach, guckt mal, wir sind jetzt in der Innenstadt angekommen. Okay. Krass, ja. Wagen. Tankstation. Zeitungsverlag. Restaurant. Elektro. Innenstadtkarte. Okay, aber hier ist hoffentlich nichts. Was haben wir denn hier? Hier sind Ablaufpläne für zukünftige Bauarbeiten aufgeschrieben. Was ist denn da oben? Das sieht beweglich aus. Also das heißt, wir können damit irgendwas... Oh. Was kommt denn jetzt wieder? Oh Gott. Ah, was zur... Schieß hoch. Nein, was zur... Hä? Was ist denn jetzt damit? Alter, hier sind Spinnen. Können wir da nicht drauf schießen? Da oben. Ah, Alter. Gott, was ist denn mit denen los? Spinnen. Ich habe keine Ahnung. Ich schieße jetzt einfach mit dem Granatenwerfer drauf. Hier. Alter, nein, Jill. Was? Oh Gott. Die sind aber auch extrem. Muss ich ja vielleicht mit der Shotgun drauf schießen? Vielleicht mit der Shotgun irgendwie da drauf ballern. Nee, auch nicht. Oh Gott. Granatenwerfer. Okay. Schieß doch! Was machst du denn? Nein, nicht die Shotgun. Hallo? Irgendwie... Alter Schwede. Ich habe hier gerade echt meine Probleme, ey. Verdammte Spinnen! Ey, was? Was? Ich habe keine Heilung mehr. Boah, was ist hier los? Hat er irgendwas? Ja, ein Puder. Okay. Munition haben wir jetzt wieder genug. Sein Gesichtsausdruck ist leidvoll schmerzverzerrt. Ja, wenn ich die Gegner so angucke, kann ich das verstehen. Wir haben hier zwei Türen. Drecksspinnen, ey. Puh, das sah echt krass aus gerade. Ist ein Aufzug. Jetzt brauchen wir hier echt das Stromkabel oder was? Der Aufzug funktioniert nicht. Der Strom ist nicht angeschlossen. Ah ne, da braucht man eine Batterie oder so, ne? Das ist einfach, in das eine Batterie eingesetzt werden kann. Alles klar. Gibt hier keine Kräuter? Ich brauche Kräuter, verdammt nochmal. Dann können wir nämlich zurück in den Safe-Raum gehen und uns einige Heilungen machen. Ach, diese Spinnen sind schon echt krass, ne? Ich frage mich auch gerade... Was es da oben mit diesen Europaletten auf sich hatte. Ich meine, die hängen ja jetzt nicht mehr da, ne?
ich die eben doch getroffen und abgeschossen und die darf und die sind runtergefallen? Weil das wär's ja gewesen, ne? Aber okay. Oh! Da schießt jemand wieder. Wir kommen jetzt Richtung Restaurant. Da hinten! Hey du! Wer bist du? Wer bist du? Aber auf jeden Fall... Die Barrikade versperrt den Weg. Aber auf jeden Fall sehe ich hier was, was mir sehr lecker gefällt. Oh, oh, sehr schön, Freunde. Möchten Sie das nehmen? Grünes Kraut? Ja, bitte doch. Bitte doch. Dann gehen wir nämlich gleich zurück in den Safe-Raum. Und machen uns da zwei Vollheilungen. So, was ist das denn jetzt hier? Die Zukunft liegt in unseren Händen. Möchten Sie das nehmen? Bronzekompass. Okay. Was? Da kommt Wasser. Oh Gott. Tu den bitte wieder rein. Hör auf. Da ist Strom. Okay. Hier ist irgendwas kaputt. Ah, das heißt, wir brauchen da auch wieder. Setzen Sie hier Ihre Weisheit ein. Da ist ein Hohlraum, in den etwas hineinpasst. Geiles Rätsel, ne? Das erinnert mich irgendwie an den ersten Teil, direkt am Anfang. Wo wir da die Embleme austauschen mussten. Das Tor ist fest verschlossen und geht nicht auf. Ist der Safe-Raum... Ah, da hinten ist auch noch ein Safe-Raum. Wartet mal, dann gehe ich erstmal nochmal zurück. Tatsächlich. Weil ich möchte unbedingt in einen Safe-Raum. Und zwar hier vorne, genau. Hier vorne rein. Oh, das sieht ja cool aus hier. Was haben wir denn hier? Eigentlich nur ein Gang. Zombies. Ja, die nehme ich gerne. Zombies nehme ich. So, aber die muss ich halt kaputt machen hier. Das ist, was ist das denn da? So, der ist kaputt. Das ist sehr gut. Dann. Und. Und bam! Verdammt. Ja gut, aber mit dem kann ich dann die Pistolenmuni nutzen. Okay, oh, geh weg. Gott sei Dank. Da sind noch mehr. Alles klar. Okay, und hier und hochschießen und bam. Sehr schön. Alles klar, dann haben wir die. Was ist das hier? Oh Gott. Da ist noch einer. Ja. Aber hochschießen. Und auf den Kopf! So. Alles voller Gegner hier, ey. Richtig krass. Ach, guck mal, das könnte ein Kraut sein. Ah, tatsächlich nicht. Okay. Ah, da ist ein Safe-Raum zumindest. Dann kommen wir da nochmal zum Zeitungsverlag dahin. Es ist so viel zu tun hier. Das ist ja richtig krass. Alles klar. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier in dem Safe-Raum noch haben. Wunderbar, dann können wir hier nämlich auch mal einen kleinen Cut reinmachen. Oh. Shotgun-Muni. Sehr gut. Alles klar. Wunderbar. Dann haben wir das. Haben wir hier. Was ist das denn? Eine Kurbel. Wozu braucht man eine Kurbel? Eine alte Schreibmaschine. Ja, ist okay. Wenn du ein Fahrrad hättest, ne? Gut. Freunde, dann wieder mal neu sortieren. Die Shotgun-Muni können wir verbinden. Die Kräuter können wir uns jetzt hier zusammen mischen. Alles klar. Kombinieren. Gott sei Dank. Die Heilung bleibt drin. Vorerst im Inventar. Die nächste Heilung können wir uns bitte zusammen mischen und dann aber die in die Kiste rein. Weil eine Heilung reicht. Gut.
Dann, was brauchen wir denn? Das Puder werde ich auch mal rausnehmen. Ich weiß es halt jetzt gerade nicht. Was wollte ich sagen? Wie viel Schuss wir... Also, klar haben wir Shotgun-Schuss und ich bräuchte eigentlich auch Pistolen-Muni. Aber, ich würde mir das gerne noch aufsparen. Das Puder. Aber im Anbetracht dessen, dass wir hier wirklich wenig Pistolen-Muni haben, würde ich sagen, nutze ich noch das eine Mal dieses A-Puder. Und mach mir daraus jetzt Pistolen-Muni. So, warte mal. Hier ist das Ding. Kombiniere mit Pistolen-Muni. 17 Schuss haben wir jetzt gekriegt. Seht ihr das? Da haben wir einen Schuss, zwei Schüsse mehr gekriegt. Okay. Alles klar, dann sind wir doch erstmal ein bisschen weiter vorbereitet hier. Aber kombinieren nochmal. Dieses Kraut hier. Sollen wir das mit dem... Ja, kommt. So, mischen wir das mal zu einer richtigen Vollheilung. Und dann können wir beim nächsten Mal hier richtig loslegen. Okay, Freunde. Jetzt haben wir hier diese rostige Kurbel. Frage ist, was sollen wir damit, ne? Prüfe. Eine Sechskantkurbel mit stark verrostetem Griff. Rostiger Sechskant. Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Legen wir erstmal wieder in die Kiste ab, würde ich sagen. So viele komische Items hier. Ja, okay, Freunde. Dann würde ich aber mal sagen... Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier dann weiter geht's wieder beim nächsten Mal. Und ja, Freunde. Dann würde ich sagen, was war das noch? Ach ja. Wenn ihr nochmal privat quatschen wollt oder so, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Ich würde mich freuen. Link ist in der Beschreibung. Und jo. Ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss. Ja? Tschüss.